Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute teste ich gemeinsam mit euch zwei neue Produkte. Und zwar ist das einmal die Curl und Volume Mascara von der Marke Plum & Poppy und zum anderen von K&R Beauty das Mood Changing Lip Oil. Die Produkte waren bei mir in der Glossy Box vom Juni. Ich muss dazu sagen, ich habe das Video schon einmal gefilmt, nur ich bin super unzufrieden mit dem Ergebnis und deswegen hier mein zweiter Versuch. Ich werde das Video heute in drei Teile unterteilen. Im ersten Teil werde ich die Produkte einfach mal austesten und euch so meinen ersten Eindruck davon schildern. In der Mitte werde ich euch dann sagen, wie sich die Produkte im Laufe des Tages auf meinem Gesicht verhalten haben. Und ganz zum Schluss zeige ich euch dann, wie ich die Produkte abschminke und ja, ob das eher leicht ist oder man ungefähr 350 verschiedene Make-up-Entferner braucht. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und vergesst natürlich auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, der ist natürlich kostenlos. Also, falls ihr wissen möchtet, ob die beiden Produkte was taugen, dann bleibt gerne dran und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Als allererstes beginne ich heute mit der Curl & Volume Mascara von der Marke Plum & Poppy. Die sieht so aus, also das Packaging ist eigentlich ganz klassisch, finde ich ganz schön. Das Bürstchen ist auch so ein bisschen speziell, ein bisschen gebogen. Laut Beschreibung soll die wasserfest sein und noch dazu tierversuchsfrei und vegan. Finde ich toll. Und preislich liegt die bei 15 Euro. Finde ich jetzt nicht ganz so günstig. Also die ist schon eher so im oberen Segment von den Drogeriemascaras, also vergleichbar mit L'Oreal oder Maybelline Preisen. Das, was mir gleich aufgefallen ist, ist, dass auf dem Bürstchen eigentlich relativ wenig Produkt oben ist. Also dafür, dass das eine neue Mascara ist. Laut Beschreibung soll man die schichten, um zu einem schönen Ergebnis zu kommen. Ich werde das jetzt mal machen. Mal schauen, wie viel Schichten ich tatsächlich benötige, um ein schönes Ergebnis zu bekommen. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. So Leute, das ist jetzt das Endergebnis. Ich habe versucht, die Mascara so gut wie möglich aufzubauen und einfach das Beste aus ihr rauszuholen. Und ich muss sagen, ich finde das Ergebnis eigentlich wirklich ganz schön. Die Wimpern sind schön lang, auch so ein bisschen voluminöser, aber trotzdem noch eigentlich ganz gut getrennt. Also mein erster Eindruck von der Mascara ist eigentlich relativ gut. Ich finde das Ergebnis schön, nur den Weg dorthin finde ich leider nicht so gut. Weil 5 Schichten sind mir dann doch ein bisschen zu mühsam und vor allem das Ergebnis bekomme ich mit meinen Drogeriemascaras, wie zum Beispiel der Air Volume Mascara, mit 2 Schichten hin. Also das ist wirklich so ein Punkt, der mich ziemlich stört an der Mascara. Was ich aber dagegen gut fand, ist, dass man relativ leicht die unteren Wimpern tuschen kann. Vor allem, ich habe es zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben geschafft, nicht meine Haut unter den Wimpern zu berühren. Also für die unteren Wimpern ist die Mascara eigentlich wirklich gut geeignet. Und ja, ich lasse das Ganze jetzt mal so und wende mich mal dem zweiten Produkt zu. Und zwar ist das das Mood Changing Lip Oil von K&R Beauty. Und zwar ist das ein farbverändertes Lippenöl. Sprich, dieses Öl passt sich dem pH-Wert eurer Lippen an. Das heißt, es kann passieren, dass dieses Öl auf den Lippen eines jeden ein bisschen anders aussieht und einfach farbig variiert. Wobei dabei steht, man kann die Intensität der Farbe aufbauen und verstärken, indem man das Lippenöl einfach schichtet. Ich bin schon gespannt, wie das dann bei mir aussieht. Und preislich liegt dieses Lippenöl bei 14,50 Euro. Finde ich eigentlich relativ teuer für ein Lippenprodukt. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und probiere es jetzt einfach mal aus. Ich werde das mal nur auf den unteren Lippen ausprobieren, damit ihr dann auch wirklich einen schönen Farbunterschied erkennen könnt. So, das
das sind jetzt ungefähr 3 Schichten von diesem Lippenöl. Das Öl ist wirklich extrem einfach aufzutragen und auch von der Konsistenz her finde ich sehr angenehm, weil es ist nicht zu klebrig oder zu fettig, sondern eigentlich sehr leicht und so ein bisschen feuchtigkeitsspendend. Und ich glaube, also 3 Schichten sind definitiv genug. Also ich finde die Farbe sehr schön und ich glaube, dieses Öl könnte eine gute Alternative zu normalen, unter Anführungszeichen, normalen Lippenstiften sein. Überhaupt jetzt für den Sommer, wenn man vielleicht einfach nur mal so ein bisschen drüber gehen möchte, um ein bisschen Farbe auf den Lippen zu haben. Was mir jedoch nicht so gut daran gefällt, ist einfach der Preis. Also ich finde 14,50 € für ein Lippenprodukt dann doch relativ viel. Vor allem, weil es solche farbverändernden Lippenstifte schon vor langer Zeit gab. Also ich hatte, glaube ich, vor 6-7 Jahren schon mal so einen Lippenstift von Catrice. Da sah, glaube ich, die Farbe fast genauso aus. Also das war auch vom Prinzip her eigentlich genau das Gleiche. Und der hat damals ungefähr 3 € gekostet. Also, ja, jetzt vom ersten Eindruck her würde ich sagen, ja, das Öl ist ganz gut. Ich finde das Ergebnis schön, aber ich würde mich eher nach einer günstigeren Alternative mal umsehen und nur für den Fall, dass die produkttechnisch nichts taugen, dann vielleicht mal dieses Lipgloss probieren. So, ich werde jetzt mal einige Stunden vergehen lassen, ganz normal essen und trinken und euch dann kurz erzählen, wie die Produkte auf meinem Gesicht im Laufe des Tages performt haben. Also wir sehen uns dann gleich wieder. So, ich bin wieder da. Ich hatte die Produkte jetzt ungefähr 6 Stunden auf meinem Gesicht. Und ich muss sagen, mascara-technisch hat sich eigentlich überhaupt nichts getan. Also die sieht eigentlich noch immer so gut aus wie vor 6 Stunden. Mir ist nur eine Sache aufgefallen, die habe ich vorher noch vergessen zu erwähnen. Und zwar die Mascara trocknet relativ schnell. Also ich würde schon sagen, doppelt oder dreifach so schnell wie meine anderen Mascaras. Deswegen würde ich euch empfehlen, macht ein Auge fertig, schichtet da die Mascaras auf, die ihr wollt. Und macht dann erst das andere Auge. Ich glaube, so ab der 3. oder 4. Schicht habe ich gesehen, dass sich so kleine Fliegenbeinchen an den Wimpern gebildet haben, weil die Mascara eben schon so trocken war. Also so kleine schwarze Krümchen. Also lippentechnisch muss ich sagen, das Öl ist jetzt komplett weg. Ich habe aber auch, muss ich dazu sagen, in der Zeit gegessen und getrunken. Ich habe auch auf dem Rand meines Glases bemerkt, dass der Abdruck von dem Öl drauf ist, also damit habe ich auch gerechnet, wobei das Öl eigentlich dem Trinken ganz gut standgehalten hat, aber spätestens dann beim Essen war das Öl dann wirklich Geschichte und einfach komplett weg von meinen Lippen. Wobei, ich hoffe, man kann es noch erkennen, ich habe noch so ein bisschen Farbe auf den Lippen. Also so ein bisschen kann man noch diesen pinken Ton des Öls erkennen, obwohl, wie gesagt, die sind komplett trocken. Vom Tragegefühl her muss ich sagen, war das Öl eigentlich relativ angenehm, auch sehr pflegend. Und das war es jetzt auch schon mit dem Tragetest im Laufe des Tages. Das führt uns wiederum zum Abschminken. Deswegen kommt es mal mit in mein Badezimmer. So, herzlich willkommen in meinem Badezimmer. Ich werde jetzt mal schauen, ob die Mascara wirklich wasserfest ist, bevor ich sie abschminke. Möglicherweise hält sie, wenn man sie nicht betatscht, aber ihr könnt es hier sehen, ich habe die ein bisschen angegriffen. Also ich habe wirklich nur das Wasser so ein bisschen versucht, in die Wimpern einzuarbeiten. Also wirklich nur ganz leicht. Und man kann es hier sehen, also die ist da schon eigentlich ganz gut runtergegangen. Und so. Okay, also man bekommt die auch eigentlich relativ gut nur mit Wasser weg. Okay, also das ist, glaube ich, die einzige Mascara, die ich bis jetzt hatte, die sich nur mit Wasser abwaschen lässt. Also relativ einfach. Vor allem die verrinnt nicht, sondern das sind wirklich so kleine, ja, so ein bisschen gummiartige Klumpen, die sich da lösen. Ich werde jetzt aber mein restliches Make-up ganz normal mit meinen Abschminkprodukten mal abschminken. Das war jetzt mal das Abschminken mit meinem Ölreiniger. Normalerweise gehen mit diesem Ölreiniger alle langanhaltenden Lippenstifte runter. Ich kann jetzt aber noch immer so ein bisschen erkennen, dass
die Farbe von diesem Lippenöl nach oben ist. Wimperntechnisch dürfte schon fast alles herunten sein. Okay, also die Wimperntusche ist, glaube ich, bis auf so ein paar kleine Reste komplett weg. Lippentechnisch, also ich finde, also entweder ist das von diesem ganzen Gerubbel, aber ich glaube, da ist noch immer so ein bisschen Farbe dran. Ich schaue mal, wie das aussieht nach der Behandlung mit meinem Micellenwasser. Okay, also die Mascara ist jetzt definitiv komplett weg. So ein bisschen was kann man hier noch sehen, aber den Großteil hatte ich eigentlich schon nur mit Wasser runterbekommen. Die Lippenfarbe ist zwar auch teilweise hier in dem Wattepad drinnen, man kann es sehen, aber irgendwie habe ich noch das Gefühl, dass da trotzdem noch ein bisschen was von der Farbe oben ist. Möglicherweise geht das dann auch einfach im Laufe der Nacht weg oder durch Zähneputzen. Falls ihr noch Reviews zu anderen Make-up- oder Beauty-Produkten sehen wollt, ich verlinke euch hier einmal die Playlist dazu und auch noch ein anderes Video, das euch auch eventuell gefallen könnte. Also vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!